Die 10 heiligen Könige. Die heiligen 10 Könige, die wollten einst zur Scheune, in der das Jesuskindchen lag, King George verschlief den Abfahrtstag, da waren es nur noch 9. Die heiligen 9 Könige besuchten einen Nachbar, doch König Hans verschätzte sich und trank sich selber unter den Tisch, worauf man noch zu 8 war. Die heiligen 8 Könige marschierten ohne Pause, nur König Otto tat sein Zeh in seinem engen Schuh so weh, er ging zurück nach Hause. Die heiligen 7 Könige fuhren tagelang gen Osten, dann war es Juan Carlos leid, nee Freunde, das ist echt zu weit, er räumte seinen Posten. Die heiligen 6 Könige verloren 2 Kollegen in einer heißen Wüstennacht, der Rest beschloss, wie abgemacht, sich weiter zu bewegen. Die heiligen 4 Könige erklommen eine Klippe. Karl Gustav, der nach oben sah, fiel in die Schlucht und siehe da, man kam zu dritt zur Krippe. Nur Kaspar, Melchior, Balthasar, die 3 sind uns geblieben. Wer glaubt, das reicht, vertut sich sehr. Gestartet waren damals mehr, de facto fehlen 7.